Generation Z. Always chasing high-rise buildings and rising high hopes for a better future, for a better me. Heute habe ich an dich gedacht. Ich wollte dir sagen, dass ich dich vermisse. Aber nicht auf eine, wir waren einmal verliebt ineinander, sondern auf eine, du warst mein bester Freund und jetzt weiß ich nicht mehr, wer ich bin, Art. Ich weiß, was du meinst. Ich vermisse dich auch. Es fällt auf dich und zerdrückt dich, aber es fühlt sich nicht nach etwas an. Weil du so leer bist und so fucking schwer. Jede Bewegung fühlt sich an, als würdest du ein unerträgliches Gewicht hochheben. Du weißt nicht, was du tun sollst, wohin du gehen sollst. Du fühlst dich einsam. Auf eine Art ist es so, als würdest du gar nichts spüren, als würde nichts etwas bedeuten. Aber da ist dieser Drang, etwas zu spüren. Ist es nicht seltsam, dass Leere so schmerzhaft ist? Wo beginnen Geschichten und wo hören sie auf? Tage sind vergangen, geschmolzen wie brauner Schnee. In warmer Dunkelheit unter Stuck in West-Berlin flüstert er. Ich glaube, du suchst etwas und du weißt vielleicht selbst nicht, was es ist. Ich habe überhaupt keine Lust, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Das macht nur mit 15, angetrunken auf Hügeln in trostlosen Vorstädten beim Sonnenuntergang Spaß. Jetzt ist es alles irgendwie so ernst und wichtig geworden, ein Framework für sein Leben zu haben. Manchmal frage ich mich, bin das nur ich? Sind das nur meine eigenen, unbedeutenden Probleme? Oder vielleicht Symptome einer ganzen Generation? Aber wer sind wir, Generation Z? Wir sind die Sad Generation with Happy Pictures. Die Dreamers mit den Mental Health Issues. Wir sind die Individualisten, die alle gleich aussehen. Wir wirken frei und selbstbewusst. Wir haben alle Möglichkeiten. Wir sind politisch aktiv und streben nach einer besseren Welt. Aber in uns ist nicht alles, wie es scheint. Die Endlosigkeit in jedem Lebensbereich überfordert uns. Wir sind orientierungslos, einsam und vergleichen uns konstant mit unerreichbaren Idealen. Es ist, als würden wir unter einer Wolke schweben, die durchzogen ist von der Hoffnung auf eine bessere Welt, auf ein besseres Ich. Sie ist voller Versprechen, Möglichkeiten und Wege, doch sie führt uns auch zu unseren größten Ängsten und in eine tiefe Einsamkeit. Die Wolke, die die Lebenszeit unserer gesamten Generation lückenlos einschließt, ist Verheißung und Verdammnis zugleich. Das Internet. Manchmal verbringe ich Stunden und Stunden mit Scrollen. Ich ziehe mich zurück und habe das Gefühl, mein Leben zu verpassen. Aber nicht nur mein eigenes, auch all die anderen. Heute können wir immer sehen, was unsere Freunde, lose Bekannte oder auch fremde Menschen machen. Wir liegen nur zu Hause und sie sitzen in Südafrika und betrachten den Sonnenuntergang. Ob sie wirklich innerlich lebendig sind? Ich jedenfalls spüre, naja, irgendwie nichts. Jemand meinte mal zu mir, "Don't compare your behind the scenes with someone else's highlight reel." Aber wie? Das weiß ich auch noch nicht. Ich weiß, wie die großen Mechanismen in meinem Gehirn und den Google-Wolkenkratzern funktionieren. Aber nicht, wie ich funktioniere. Ich weiß nur, dass in dieser Vorwärtsbewegung eine Kraft liegt. Always chasing high-rise buildings and rising high hopes
for a better future, for a better me.